Mein Name ist Arnold Fischer, Dr. Arnold Fischer. Warum ich hier liege? Ich kann nur sagen, schuld ist mein ältester und bester Freund Gregor, übrigens auch ein ausgesprochen guter HNO-Arzt. Ein wenig größenwahnsinnig und selbstherrlich, aber fachlich 1A. Bist du von allen guten Geistern verlassen? Arnie, was soll das? Hast du die Wohnung gesehen? Hast du die Scheißwohnung gesehen? Das ist kriminell, Gregor. Gregor, das ist Körperverletzung. Arnie, tut mir leid. Da ist vielleicht was aus dem Ruder gelaufen. Aus dem Ruder gelaufen? Aber für solche Jobs ist die Auswahl an feinfühligem Personal etwas begrenzt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wen ich vor mir habe. Ich hab Kopf und Kragen riskiert, um deinen Fehler auszubügeln. Was denn für Fehler? Und das ist mein Vater. Also war mein Vater. Gott hab ihn selig. Auch er ist nicht ganz unschuldig an der ganzen Misere. Er hat mir seine Praxis vermacht. Und wer lehnt schon eine alteingesessene Praxis mit solidem Patientenstamm ab? Ich jedenfalls nicht. Und so gingen die letzten 20 Jahre dahin, ohne dass ich mich sonderlich anstrengen musste. Der Kampf um den Parkplatz war das aufregendste Ereignis am Tag. Wird er frei? Na, sicher nicht. Meine Tochter Pia lässt das alles nicht gelten. Sie sagt, ich wäre selbst an allem schuld. Guck, da fährt einer raus. Sie ist der festen Überzeugung, es wäre alles ganz anders gekommen, wenn ich nur einen Brief ans Universum geschrieben hätte. Dabei wollte ich nur was Neues ausprobieren. Sogar meine Ex-Frau Ines fand es gut. Endlich würde ich mal Ehrgeiz zeigen. Es gab da nämlich diesen großartigen Plan von Gregor und mir, aus Papas alter Bude ein hypermodernes Tinnitus-Zentrum zu machen. Tschüss, mein Schatz. Tschüss. Dann. Nochmal richtig durchstarten, bevor man in die Midlife-Crisis kommt. Guten Morgen, Herr Fischer. Guten Morgen, Frau Bergler. Wir träumten also von einer Praxis, die ordentlich was hermacht. Eine gewisse Mitschuld lasste ich im Übrigen meinem ehemaligen Steuerberater an, der mich dazu gedrängt hat, die Wohnung neben meiner Praxis zu erwerben. Hätte ich diese Wohnung nicht gekauft, ich hätte keinen Ärger mit Herrn Zabel gehabt, dem Mieter, der in dieser Wohnung wohnte und der unserem Plan im Weg stand. Grüß Sie, Herr Zabel. Guten Tag. Kann ich kurz mit reinkommen? Ich wollte noch mal mit Ihnen über Ihren Umzug sprechen. All die Dinge. Das Wesentliche haben wir schon beredet. Jetzt wollte ich schauen, ob Sie vielleicht noch ein bisschen Hilfe brauchen. So sportlich, Herr Zabel. Ist der neu? Ja, ja. Also, den Auflösungsvertrag für unser Mietverhältnis haben Sie ja bereits. Da bräuchte ich jetzt ein Exemplar unterschrieben zurück. Komme ich irgendwie ungelegen? Was wollen Sie eigentlich von mir? Ich wollte Ihnen eigentlich nur helfen bei Ihrem Umzug. Das Seniorenstift Nymphenburg hat Ihnen doch sehr gut gefallen. Das Einzige, in dem es nicht so gestunken hat. Ich bleibe lieber hier. Könnten Sie das bitte noch mal sagen, Herr Zabel? Schauen Sie sich da mal die Pflegerinnen an. Alle über 40. Das hätten Sie mir früher sagen müssen, Herr Zabel. Ich brauche die Wohnung für die Praxiserweiterung. Es geht um meine berufliche Existenz. Sie werden schon nicht verhungern. Herr Zabel, das ist glatter Wortbruch. Es war vereinbart, dass Sie die Wohnung so schnell wie möglich freimachen. Ich habe einen unbefristeten Mietvertrag. Also! Gut, schon gut, gut, gut. Beruhigen Sie sich. Wir setzen uns zusammen und werden in Ruhe eine Lösung finden. Eine Lösung? Die Lösung heißt Haus. Was gibt's da nicht? Guten Morgen. Sie stehen schon wieder auf dem Bürgersteig, Herr Doktor. Ein Ticket haben Sie auch schon. Versuchen Sie, Gregor zu erreichen. Der Zabel macht Ärger. Was ist das? Die hat der Grünmantel ausgelegt. Sie hätten nichts dagegen, hat er gesagt. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie schlecht das Geschäft derzeit läuft. Niemand will mehr Zierteiche. Das ist die Jahreszeit, Herr Grünmantel.
im Herbst, wenn die Ferien vorbei sind, sieht schon wieder besser aus. So. Dann schauen wir mal das rechte Ohr. Immer noch nichts von Gregor? Ich habe Herrn Dr. Reibold auf die Mailbox gesprochen. Mehr kann ich auch nicht tun. Jemand was vom Chinesen? Mit kleinen Dingen muss man sich nicht stoßen, wenn man zu großen auf dem Weg ist. Jungmann Tangchen. Jungmann Tangchen. Das höchste Gut ist die Harmonie der Seele mit sich selbst. So, so die hat die gute Stadt. Angerufen. Einmal die 23 ohne Brokkoli mit Bambus, einmal die 72 extra scharf. Lächeln ist die kürzeste Verbindung zwischen zwei Menschen. Sie hat nicht zufällig Lust. Ihre Essen jetzt fertig. Na endlich, ich hab schon gedacht, ich muss eine Vermisstenanzeige aufgeben. Ja. Hauenschild. Die Opernsängerin Hauenschild. Ja. Ja, also Sie werden es nicht glauben, aber das ist eine Patientin meines Kollegen. Sie müssen Dr. Fischer jetzt unbedingt mal kennenlernen. Er ist wirklich eine Koryphäe. Ja, ja. Das ist die Krüger von der Bank. Ja, sicher, wenn Sie nach München kommen, dann werden wir Karp besorgen. Wunderbar. Bis dann. Die ist echt ein harter Brocken. Die Hauenschild ist nicht meine Patientin, die wurde nur eins drüber. Aber das ist doch diese Opernsängerin, oder nicht? Ja, schon. Für 1 Million Euro muss man sich schon mal ein bisschen ins Zeug legen. Und jetzt ziehen wir dem Zabel die Ohren lang. Herr Zabel! Herr Zabel! Der ist garantiert zu Hause. Das ist ein Heimtrainer. Klar ist er da. Arnie, Ende nächsten Monats muss ich raus. Das ist so schon fast zu knapp. Der Durchbruch, die Renovierung. Ich werde meine Patienten verlieren, wenn wir nicht im Zeitplan bleiben. 3 Monate lang habe ich mit ihm jedes verdammte Altenheim im Umkreis von 100 Kilometern abgeklappert, bis er sich endlich für Nymphenburg entschieden hat. 3 Monate lang. Schön. Alles war längst besprochen. Auflösungsvertrag für die Wohnung. Hat ihm gut gefallen. Der Umzug war fix und fertig geplant. Jetzt hab ich die Krüger endlich so weit, dass sie nach München kommt. Was sagen wir dir denn jetzt? Na? Tut uns leid, aber wir müssen mit der Praxis warten, bis dieser Zabel sich bequemt auszuziehen. Aber vielleicht können Sie uns ja trotzdem schon mal das Geld vorstrecken. Was soll ich denn machen? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Biet ihm was an. Eine Abfindung. Die kriegt er doch, wenn er auszieht. Ja, und? Ja, nix und. Plan B? Liegt nicht in meiner Schublade. Gut. Dann werde ich mich darum kümmern. Was hast du vor? Es gibt Leute, die dafür sorgen, dass der Mieter die Lust an seiner Wohnung verliert. Du willst allen Ernstes einen alten Mann aus seiner Wohnung ekeln? Einen wortbrüchigen Querulanten? Ja! Wieso eigentlich nicht? Arnie, der tanzt uns auf der Nase rum. Klingt verführerisch. Gregor, ohne mich. Ohne dich? Arnie! Jetzt hör mir mal gut zu. Du wolltest meine Hilfe. Ständig bist du mir in den Ohren gelegen, von wegen meine Praxis läuft nicht mehr. Jetzt habe ich meine Praxis aufgegeben und du? Du kriegst nicht mal diesen alten Mann aus seiner Wohnung. Aufgegeben, dein Vertrag wurde nicht verlängert. Jetzt komm mir nicht so. Ich mach da nicht mit.
Vergiss es. Im Moment meinte ich, du meinst es ernst. Wir sind doch keine Kriminellen. Wir sind keine Kriminellen. Sag mal, stimmt das eigentlich, was Astrid mir erzählt hat? Was denn? Das Bild, sie hat es letzte Woche unten bei den Mülltonnen gefunden. Findest du das schön? Arnie, das ist dein Branding. Halsnasen-Ohrenarzt in der zweiten Generation. Das spricht für Sicherheit und Zuverlässigkeit. Das ist fast schon eine HNO-Dynastie. Ja, Emily ist fertig. Dann bis morgen. Vielen Dank. Schöne Grüße an Herrn Grünmantel. Werde ich ausrichten. Vielen Dank fürs Bier. Keine Ursache. Wozu brauchen wir eigentlich einen Teich, Papa? Die Firma gehört einem langjährigen Patienten. Die Geschäfte laufen schlecht. Und ich dachte, so ein Teich würde sich gut machen in unserem Garten. Mhm. Lenny will ihn ausbauen zum Badesee. Mhm. Mit Sprungturm und Rutsche. Wann lerne ich deinen Freund eigentlich mal kennen? Bisher kenne ich nur die geflickten Jeans aus dem Wäschekorb. Na, der ist halt gerade im Stress wegen der Wohnungsauflösung. Pia! Da schwimmt ein Goldfisch! Überraschung von Lenny! Jetzt wird gerade einer freier, Doktor. Rechts, links oder gegenüber? Gegenüber rechts. Ich muss schon sagen, das finde ich wirklich nett. Kein Problem. Mein Wagen steht am liebsten auf dem Bürgersteig und muss täglich mit Strafzetteln gefüttert werden. Na, dann wird er hier sicher nicht verhungern. Ich kenne Sie. Oder nicht? Luming. Was? Der Chinese. Ach so, ja, richtig. Der Mann, der immer so unglücklich aussieht. Weil Sie doch immer so viel Glückskekse essen, da dachte ich, das wird er schon irgendwie nötig haben. Entschuldigung. Ja, diese Glückskekse, die sind sehr schmackhaft. Ich heiße Arnie. Mathilda, angenehm. Möchten Sie auch eine Tüte Heuschrecken? Die kandierten? Ja. Sie haben den Zeitungsständer umgefahren. Ich hab's gesehen. Also erst Konservatorium und dann Musikhochschule. Ich hätte sogar in die Meisterklasse ans Mozarteum gekonnt, aber das war mir dann zu viel Stress. Oder um ehrlich zu sein, ich hab's mir nicht zugetraut. Essen kalt. Ja, ich quatsch und stehle ihm die Zeit. Der Zug ist noch nicht abgefahren. Sie könnten doch einfach mal in einem kleineren Orchester anfangen. Ja, das habe ich mir auch schon überlegt. Und damit ich mehr Spielpraxis vom Publikum bekomme, habe ich mich mit einer Freundin zusammengetan. Sie Cello, ich Querflöte. Das Duo Lenz in der Lein. Lustiger Name, oder? Mhm. Ja. Wenn Sie möchten, sage ich Ihnen das nächste Mal Bescheid. Ich komme. Bei jeder Tages- und Nachtzeit. Ich schwöre. Gut, ich sage Ihnen Bescheid. Versprochen? Versprochen. Essen kalt. Ja. Wohnen Sie hier in der Nähe? Nein, aber mein Großvater. Ich mache ihm die Wohnung sauber. Und weil ich so eine miserable Köchin bin, komme ich immer hierher das Essen holen. Ich muss jetzt wirklich los. Also, vielleicht bis bald. Ganz sicher, bis bald.
Immer noch kein Privatleben. Hauptsache bei Ihnen brummt der Bär. Wenn ich hier nicht umsonst die vielen Überstunden machen würde. Ich weiß, Astrid. Ohne Sie würde diese Praxis im Chaos versinken. Ich weiß das. Gute Nacht. Ihr Vater war anders. Zabel hat's erwischt. Herzkasperl auf dem Heimtrainer. Ich sage ja immer, Sport ist Mord. Da ist der Durchbruch. Hier wäre der neue Wartebereich. Und die Wand wird komplett rausgerissen. Dann müsste man nur hier vorne noch die zwei neuen Wände einziehen. Natürlich auch mit indirekter Beleuchtung. Und dann wäre der hintere Bereich auch hell genug. Arni? Da sind schon irgendwelche Angehörigen gemeldet. Ist alles klar mit dir? Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich mich schuldig fühlen muss. Tatsache ist, ich konnte nicht leiden. Abgang mit 81. Noch dazu kurz und schmerzlos. Da kann man eigentlich nicht meckern. Am allerwenigsten wir. Wie ich vermutet habe, Herr Vogt, Sie haben eine Schallempfindungsschwerhörigkeit im Gegensatz zu einer Schallleitung. Jetzt heiratet Ihre Frau, Herr Doktor. Ex-Frau, wenn ich bitten darf. Hä? Hallo, Ines. Hallo, Arni. Na? Du stoppelst. Entschuldige, dass ich hier einfach so reinplatze. Und? Wieder die Nebenhöhlen? Den Nebenhöhlen geht's eigentlich ganz gut. Umso besser. Und bei dir alles klar? Und mit Rainer? Rainer und ich haben uns getrennt. Schon vor 3 Wochen. Das tut mir leid, das muss sehr schmerzhaft für dich sein. Ich, Nein. Ich habe mich von Rainer getrennt. Und er scheint das nicht so ganz zu verkraften, aber er ist irgendwie völlig down und ich fühle mich schuldig. Ach, ich dachte, er tröstet sich mit einer schönen Studentin. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich fragen, ob, naja, ob wir uns am Wochenende vielleicht mal sehen könnten. Ihr fehlt mir. Wir können ja einen Ausflug machen. Allerdings weiß ich nicht, ob ihr mitkommt. Aber ich werde mein Bestes tun. Hörst du das auch? Was? Was hast du denn? Einen Moment, bitte, bitte. Tag. Hallo.
Ja, und Sie? Ich habe da meine Praxis. Ach, Sie sind Arzt. Was suchen Sie in dieser Wohnung? Ich suche gar nichts, ich wohne hier. Wie meinen Sie, dass Sie wohnen hier? Wortwörtlich, Johann Wilhelm Zabel ist, war mein Großvater. Möchten Sie reinkommen? Kommen Sie doch rein. Ja. Tja, Frau Zabel. Eilenz, Tee? Danke, nein. Ja. Ich habe ihn einen Tag vorher noch besucht und er hatte so viel Kraft. Ja. Er war so fit und dann... Das tut mir sehr leid. Ist schon gut. Das war für alle ein herber Verlust. Ihr Tee. Was wollten Sie eigentlich? Bitte. Oh ja, ich... ich muss mit Ihnen sprechen. Die Sache ist nämlich die. Ich hatte eine Verabredung mit Ihrem Großvater. Das ist mein Sohn, Merlin. Muckel, sag mal Hallo. Hallo. Hallo, Merlin. Gut, dass mein Großvater mich vor Jahren in den Mietvertrag aufgenommen hat. Wissen Sie, so eine gute Wohnung, die bekommt man nämlich nicht alle Tage. Er wollte nämlich, dass wir sie bekommen. Letztes Jahr schon, als ich ausziehen musste. Ich habe ihm dann vorgeschlagen, dass wir alle zusammen hier wohnen könnten. Aber das wollte er irgendwie nicht. Ich habe dann versucht, ihm was Nettes zu finden. Wir haben sämtliche Altenheime in der Gegend abgeklappert, aber er konnte sich einfach nicht entscheiden. Manchmal denke ich, ich bin mitschuld an seinem Tod, weil ich doch unbedingt hier in diese Wohnung wollte. Ich schäme mich fast, das zu sagen, aber Sie können sich nicht vorstellen, wie unheimlich glücklich ich bin. Ja, gut. Wenn Sie also noch was brauchen sollten, dann wissen Sie ja, wo Sie mich finden. Das Wichtigste hätte ich beinahe vergessen. Ach, Ines, ich... Ich hab dich warten lassen, tut mir leid. Ach, das macht doch überhaupt nichts. Hier. Dulce di Lecce. Habe ich sofort an dich denken müssen. Vielen Dank. Dulce di Lecce. Das ist wirklich sehr nett von dir. Ich muss jetzt wirklich. Ah ja, klar. Okay, dann. Bis bald. Ani. Steht dir gut, das mit den kurzen Haaren? Also da sagt mir doch die Frau Servoleit allen Ernstes, dass die Kinder nicht mehr in der Wohnung spielen dürfen, weil sie zu laut sind. Denn das ganze Haus so hellhörig ist und die Merlingers unter ihnen jeden Pieps hören. Dabei haben sich die Merlingers nie beschwert. So, schön anlehnen, ganz ruhig halten. So, jetzt, ich bitte Sie, wo sollen die Kinder denn überhaupt noch spielen? Auf dem Rasen im Hof dürfen sie nicht mehr. Auf den Spielplätzen, da machen sich die Halbstarken breit. Also heutzutage dürfen die Hunde mehr als die Kinder. Ach, nee. Was ist nur aus unserer Stadt geworden? Irgendwann gibt's keine Familien mehr. Alles wird zugebaut. Gregor, gut, dass du anrufst.
Sie kommt, unsere Million. Gregor. Ani, die Krüger kommt am Freitag nach München. Kannst du deine Nachbarin nach Karten für die Oper fragen? Nein. Ja gut, dann werde ich mich darum auch noch kümmern. Gregor, es ist jemand in die Wohnung eingezogen. Die Enkelin, sie sagt, sie steht im Mietvertrag. Wie bitte? Du weißt nicht mal, an wen du deine Wohnung vermietet hast? Sie ist nur die Untermieterin. Wieso Untermieterin? Da hätte dich doch deine Hausverwaltung informieren müssen. Gregor. Ani! Ich kümmere mich drum, okay? Ani! Doktor, Sie sind doch noch jung. Sie wollen doch eines Tages auch Kinder haben. Doktor, wo sind Sie denn? Hallo? Der Doktor ist ganz schön merkwürdig, oder? Das ist merkwürdig. Würdig ist, sich zu merken. Sowas wie seltsam oder eigenartig. Und warum ist der Doktor irgendwie eigenartig? Na ja, beim Chinesen, da hat er sich noch total gefreut und war glücklich, fast schon überschwänglich. Und dann... Was ist überschwänglich eigentlich genau, Mama? Wenn jemand ganz besonders glücklich ist. Fröhlich. Vielleicht sind ja alle Doktors überschwänglich. Ja, vielleicht. Aber unser Hausmeister ist ein fieser Typ. Salz oder Zucker? Ketchup! Ja. Oh, sorry. Tut mir leid, Mann. Was ist passiert? Du musst Lenny sein. Und du, Ani. Hi. Hallo. Danke für den Goldfisch. Keine Ursache, Ani. Habe ich gern gemacht. Lenny schläft ein paar Nächte hier, bis was bei seinem Kumpel frei wird. Also, wenn das okay ist. Klar. Endlich sieht man sich mal. Meine Eltern sind gerade am Auswandern. Sie haben ihn rausgeschmissen, weil sie ihre Wohnung unbedingt vermieten wollen. Mama hat angerufen. Sie will vorbeikommen. Ihr neuester Vorwand ist die Saftmaschine. Die braucht sie angeblich unbedingt. Sie hat mich in der Praxis besucht. Hat sie dir erzählt, dass sie sich getrennt hat? Was? Ja. Das war ja wohl klar. Du weißt, was jetzt passiert, oder? Jetzt wird sie wieder angedackt gekommen und einer Familie machen wollen. Darauf kannst du aber Gift nehmen. Findest du nicht, dass du ein bisschen streng mit ihr bist? Nee, tut mir leid, aber ich find's wirklich zum Kotzen. Sie hat mit ihrem Chefarzt Fuzzi ab und du nimmst sie ja noch in Schutz, oder was? Jetzt komm mal wieder runter. Du hast doch überhaupt keine Ahnung. Er kriegt sich schon wieder ein. Eh klar. Sag mal, Lenny, ist sie groß? Pia? Nein, ich meine, die Wohnung deiner Eltern hat so viele Zimmer. Wo liegt sie? In welcher Gegend? Wieso? Willst du ausziehen? Nein, ich... Ich würde sie gern mieten für einen Patienten, wenn sie nicht so teuer ist. Flurlicht ist an der gleichen Sicherung angeschlossen wie die Klingel. Mama! Und die Toilette. Entschuldige, Muckel. Brot und Salz. Vielen Dank. Sie müssen es nur hinterher wieder rausnehmen, sonst hören Sie gar kein Klingeln mehr. Die hier? Ach, danke. Danke. Ein bisschen zu lange gezogen, also wundern Sie sich nicht, wenn Sie später einschlafen. Haben Sie sich schon eingelebt? Naja, jemand reißt mein Namensschild ab, schmeißt die Zeitung in die Tonne. Passiert Ihnen das auch? Nein. Das halt doch manchmal. Ich dachte eigentlich, das sei eine gute Gegend hier. Vorhin, da hatte ich eine Schülerin zum Unterricht da und
Und dann stand da so ein Mann mit einem Laubblasegerät und da ist es. Schon wieder. Ey, wie blöd muss man eigentlich sein, um jetzt Laub wegzumachen, hä? Mistmotte. Das ist unmöglich. Tja, das ist wirklich keine sehr gute Wohngegend. Schon gar nicht für Mütter mit Kind. Oh, die Schule, das wird kein Zuckerschlecken für Martin. Merlin. Ja. Was habe ich gesagt? Martin. Entschuldigung. Ja, also die Leute hier in dieser Gegend sind reichlich barsch. Viele Mistmorden. Und Hunde dürfen hier mehr als Kinder. Und ich habe eine Idee. Haben Sie Internet? Ja. Die Wohnung gehört Freunden von mir und steht zurzeit leer. Ruhige Lage, ganz im Grünen. Supermarkt, Stadtbücherei, Straßenbahn in allernächster Nähe. Schule für Merlin, gleich um die Ecke. Und das Allerbeste, Sie können sofort einziehen. Habe ich gesagt, dass ich ausziehen möchte? Nein. Nein, ich dachte nur, es wird ja hier auch nicht besser. Geld ist auch kein Thema. Sie zahlen einfach so viel, wie Sie können. Warten Sie, wir kennen uns erst seit ein paar Tagen und Sie wollen mich quasi mietfrei in eine Wohnung setzen? Was soll ich denn da sein? Ihre Geliebte oder sowas? Hä? Nein, 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 Sie verstehen mich vollkommen falsch. Nein, ich verstehe Sie nicht vollkommen falsch. Ich verstehe Sie überhaupt nicht. Ich möchte Sie bitten, mich in Zukunft mit solchen seltsamen Angeboten zu verschonen, okay? Es tut mir jetzt leid. Ja, mir auch. Jemand irgendwas in den Briefkasten nicht. Ha, das kostet Ihnen eine Stange Geld. Das verspreche ich Ihnen. Kann ich aber jetzt gar nichts für. Ah, nur frech werden, ha? Können Sie sich darum kümmern? Sie hören von mir, gell? Mal einen Moment sprechen. Okay, Doktor, ganz ruhig! Wenn ich noch mal sehe, dass Sie Frau Lenz in irgendeiner Form zu nahe treten oder stören oder irgendwie, dann werde ich richtig ungemütlich. Das ist ein Missverständnis. Ich hab doch... Ich hole medizinische Geräte oben aus meiner Praxis. Wenn die falsch angewendet werden, dann sind die sehr, sehr schmerzhaft. Klar? Ist klar, Doktor. Völlig klar, Herr Doktor. Und lüften Sie mal. Und dann reibt er mir diese Wohnung unter die Nase, aber auf so eine komische Weise. Das war gruselig. Gruselig war das. Vielleicht ist er ein Perverser, der in jeder Wohnung eine andere Frau hält. Meistens sind die, die am Anfang so harmlos sind, die allerschlimmsten. Besser, du gehst ihm aus dem Weg. Entschuldige mal, der ist mein Nachbar. Nochmal? Der Irre ist da. Nee. Doch, 5-3 rechts. Thank you.
Sie haben Ihr Versprechen nicht gehalten. Welches? Sie wollten mir Bescheid sagen, wenn Sie wieder auftreten. Ach so, ja, stimmt. Das habe ich vergessen. Dr. Fischer, Frau Enderlein. Ich wollte mich in aller Form bei Ihnen entschuldigen, Mathilda. Ich weiß, ich habe mich merkwürdig verhalten. Das tut mir aufrichtig leid. Vielleicht hätte ich auf meine Tochter hören sollen. Die hat mich gewarnt, nach 16 Jahren Ehe eine Frau in Eigenregie anzusprechen. Geben Sie mir eine zweite Chance? Die wäre? Ich habe im Luming ein Stehtischchen reserviert und wollte mit Ihnen eine 24 mit extra Sojasauce zu mir nehmen. Im Luming? Das war ein Scherz. Gleich hier um die Ecke ist ein Restaurant, von dem ich glaube, dass es Ihnen gefällt. Ich hoffe. Du hast doch auch Hunger, Jule, oder? Fein. Nein. Noch einen. Gut, was sagt, darf ich mal, was sagt die Schnecke, die auf einer Schildkröte reitet? Hm? Hui! Wusstet ihr, dass Schnecken einen 23-mal höheren Proteingehalt haben als ein Steak? Das ist jetzt nicht wahr. Nein. Dass sie die Schnecke im Mund haben. Nein, das ist ein Trick. Sie schwimmt in der Suppe. Ertappt. Toll, darf ich mal? Sag mal, du bist mir nicht böse, wenn ich jetzt gehe, oder? Ich wünsche euch noch viel Spaß. Schön, dass du mitgekommen bist, Jule. Kein Problem. Tschüss. Sie ist doch nicht etwa verstimmt. Kannten Sie ihn eigentlich gut? Wen? Meinen Großvater. Ja. Der ideale Nachbar. Entgegenkommend. Zuverlässig. Ich habe manchmal ein schrecklich schlechtes Gewissen, weil ich das Gefühl habe, ich habe mich nicht genug um ihn gekümmert. Er ist sehr gut allein zurechtgekommen. Hat er denn auch solche Probleme? Was für Probleme? Ja, lauter unschöne kleine Manöver, Sie wissen schon. Manchmal habe ich das Gefühl, man will uns rausekeln. Irgendjemand will, dass wir rausgehen. Wenn Sie wüssten, wie wir vorher gehaust haben, Merlin und ich. Erst bei seinem Vater, der reinste Psychohorror. Dann bei Jule in einer Winzbude. Und jetzt dagegen, das ist der reinste Palast. Wir müssen uns nur noch einleben. Auf gute Nachbarschaft. Nachbar. Und wenn das nicht klappen sollte, dann komme ich noch mal auf das Angebot mit Ihrer Wohnung zurück. Sie wissen schon. Jederzeit. Soll ich Sie noch nicht begleiten? Lieber wäre es mir schon. Oder ist es jetzt kindisch? Nein. Überhaupt nicht. Sehen Sie? Alles in bester Ordnung. Danke, das war ein sehr schöner Abend. Können wir bei Gelegenheit gerne wiederholen. Wo ist denn hier der Lichtschalter? Hier. Ich muss jetzt wirklich nach Hause, sonst kann ich ja gleich in der Praxis übernachten. Das ist jetzt merkwürdig. Hallo? Ist da jemand?
ist doch jemand. Alles in Ordnung. Nur die Tür. Okay. Wirklich? Ja, ich bin nur hundemüde. Ich muss dringend nach Hause. Gregor? Gregor? Pisser! Sie kommen schon wieder zu spät zur Vorlesung! Hey, erkennst du es wieder? Wo hast du das her? Vom alten Degert persönlich, hat's aufgehoben. Als Erinnerung an die originellste Doktorarbeit des Jahrgangs, Arnold Fischer. Vergleicht ein simples Megafon mit der Wirkungsweise dynamischer Posturographie. Gregor, ich muss mit dir reden. Willst du ja nicht wissen, wo ich ihn getroffen habe? Nein. Don Giovanni. Ja, Don Giovanni. Seit Januar ausverkauft. Aber der alte Herr Professor ist im Vorstand der Freunde der Oper. Und die Krüger liebt Mozart. Das sind Logenplätze. Du links, ich rechts, hat mir eine ganz schöne Stange Geld gekostet. Übrigens, der Schwiegersohn, der Krüger, leidet seit 1,5 Jahren an schwerstem Tinnitus. Ist doch irre, oder? Was ist eigentlich mit deiner Nase los? Jemand hat das Licht im Treppenhaus manipuliert. Als ich ihn erwischt habe, hat er mir eine reingeschlagen. Wovon redest du überhaupt? Ich rede von Entmietungsterror. Gregor, du hast dich über alles hinweggesetzt, was wir vereinbart haben. Du heuerst Leute an, die den alten Zabel aus seiner Wohnung rausekeln sollten. Und jetzt ekeln sie eine alleinerziehende Mutter mit Kind raus. Bei dir kann das egal sein. Du hast ja deine Praxis. Ich stehe in 6 Wochen auf der Straße. Ich habe für Zabels Enkelin eine Wohnung besorgt. Sie muss nur noch Ja sagen. Ja, super. Dann verstehe ich das Problem aber nicht. Je unbequemer es ihr in der alten Wohnung wird, umso eher wird sie in die neue ziehen. Oder etwa nicht? Nein, 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 nein. Das ist nicht das Problem. Das Problem ist... Gregor, ich sag's noch einmal in aller Deutlichkeit. Ich finde diese Methoden zum Kotzen. Schluss damit. Habe ich mich klar ausgedrückt? Ja, ja, sehr klar. Zart beseitet, muss ich schon sagen. Ich nehme das mal als Kompliment. Deswegen habe ich dir nichts gesagt. Damit du wieder ruhig schlafen kannst. Das ist so lieb von dir. Tja, so bin ich eben. Mama. Ich hab den Doktor schon angerufen. Hallo?
wieder keiner dran. Ja? Nein, kein Interesse. Eine monstermega große Leitungsohrenspülung. Habt ihr eine Zange? Ich guck mal. So, willst du mal sehen? Das sind Ofenfischlich. Die habe ich alle in der Küche gefangen. Sind eigentlich ganz harmlos. Aber Mama darf davon nichts erfahren. Sie ekelt sich ganz doll vor ihnen weg. Und die hast du in der Küche gefunden? Tja. Ziemlich laut, was? Gib mir doch mal die Zange. Ist das ein Spiel oder was? Ja, so ähnlich. Nimm ruhig den Hocker. Gut. Und jetzt hätte ich gerne einen von den leckeren Äpfeln da oben. Und Vorsicht, Landung. Hopp. Oh. Merlin. Ist er öfter mal schwindelig? Manchmal. Beim Balancieren? Beim Klettern? Mhm. Danke. Das darf doch nicht wahr sein. Da draußen steht schon wieder dieser Mensch mit dem Laubblasegerät. Das kann doch kein Zufall sein. Nein. Entschuldigung. Ich hab versagt. Ja, nein. Sie kriegen trotzdem meinen Tee. Sie sollten das mal näher untersuchen lassen. Mir ist das noch nie aufgefallen. Das ist kein Wunder, Sie sehen ihn jeden Tag. Kleine Veränderungen fallen da nicht so bewusst auf. Ist das was Schlimmes? Nein, das glaube ich nicht. Aber Kontrolle ist eben besser. Könnten Sie ihn nicht untersuchen? Leider nicht. Vestibulospinale Reflexe prüfen, Lagerungsprüfung, thermische Labyrinthprüfung. Eigentlich mein Spezialgebiet. Ziemlich interessant. Aber ich könnte Sie an Dr. Deggert überweisen, meinen alten Prof. Das gibt's doch nicht. Glotzt ihr denn so blöd, ihr Idioten? Aus dem Weg.
Ich glaube, ich würde mir doch ganz gerne mal die Wohnung ihrer Freunde ansehen. Oder ist sie schon weg? Ich muss schon sagen, es ist wirklich hübsch. Mama, komm mal! Das ist die gleiche, wie Lukas hat, nur mit Lupe. Ja, die haben die Besitzer hier gelassen. Der Rat wieder blitz! Und das von der Schalkon, die Polizei macht hinter ihm her. Aber er ist noch schnell gewesen. Frau. Was kostet die Wohnung denn? Die Wohnung kostet 570. Was? Zu teuer. Nein, zu billig. Das glaube ich nicht. Kommen natürlich noch die Nebenkosten dazu, die sind happig. Ich kann für die Wohnung so viel zahlen, wie ich will. Den Rest würden Sie drauflegen. Ist doch so. Man sieht sogar die Spitze des Fernsehturms. Bis wann muss ich mich denn entschieden haben? Reicht nächste Woche? Morgen? Montag? Montag. Besser. Als nächstes ist die Wohnung voller Ungeziefer und dann tauchen auch noch außen vor dem Fenster zwei Hackfressen auf und glotzen und feixen in die Wohnung rein. Gregor, das ist das Allerletzte. Wie sollen wir Geschäftspartner sein, wenn du dich an keinerlei Absprachen hältst? Kannst du mir das mal erklären? Auf jeden Fall. Ich denke, ich habe sie jetzt soweit. Bis Montag sollte sie sich wegen der anderen Wohnung entschieden haben. Du pfeifst jetzt sofort den Hausmeister deine Fuzzis zurück. Und dann, wenn du das hier abgehört hast, dann bitte ruf mich an. Na, ciao. Pia? Ich bin's. Du, sag mal, ist es okay, wenn ich mir die ausleihe? Ich mache nämlich gerade eine Saftdiät. Karotte, rote Beete, Sellerie und so weiter. Nimm sie ruhig mit. Hier sind noch die anderen Aufsätze. Alles okay mit dir? Ach, ich habe vorhin mit Pia telefoniert. Mein lieber Schwan, die kann ganz schön hart sein. Macht gerade eine schwere Zeit durch. Bringt sich bestimmt wieder ein. Muss nur etwas Geduld haben. Aber Ali, ich habe so viel falsch gemacht. Mir ist jetzt erst seit Rainer klar geworden, was ich an dir alles verloren habe. Deine Wärme, dein trockener Humor. Weißt du noch, wie du früher immer so regungslos nach dem Duschen dagestanden hast, wie so eine griechische Statue, bis ich dann angetrippelt gekommen bin und dir das Handtuch gebracht habe? Nee, das machst du nicht, weil sonst gibt's nämlich Ärger, okay? Sind wir zu Hause? Ja. Deine Eltern. Ich gehe da mal kurz raus zum Teich. Lenny, alles schön und gut, aber die Gebetsfahnen kommen bitte wieder weg. Wieder weg. Denk bitte nicht, dass ich schon wieder wegen Papa da bin. Hier. Ja, die anderen Aufsätze sind noch hier im Schrank. Habe ich ja schon gegeben. Na, dann war's das ja. Übertreib's nicht mit der Diät, ne? Tschüss, Mama. Pia? Ich finde dein Verhalten nicht angemessen. Nein, 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 nein. Vielleicht sollten wir wirklich mal offen miteinander reden. Es wird doch irgendeinen Grund geben, warum du mich so widerlich findest. Hm, da hast du recht, Mama. Ich halte dich für eine emotionale Schmarotzerin. Ist dir das offen genug? Sagt niemand was.
dachte, wir sprechen uns mal so richtig aus. Pia, es reicht. Ciao, bis dann. Warum bist du so zu ihr? Sie ist deine Mutter. Und ihr seid geschieden. Und deswegen muss man sich Grobheiten an den Kopf werfen. Lass dich bitte nicht wieder von ihr ausnutzen. Ich lass mich nicht ausnutzen. Ja, und warum hat sie denn immer noch den Hausschlüssel? Ja, weil... falls wir uns aussperren. Ist schön kalt. Eine Nachricht. Ani, wir machen weiter. Bis die Zabel-Enkelin raus ist. Die ist nämlich genauso stur wie ihr Großvater. Also, wir sehen uns heute Abend 18 Uhr. Ich freue mich. Ciao. Das Wartezimmer ist randvoll. Und Sie wollen auch noch früher gehen. Suppe. Sie brauchen dringend Ersatz für heute Abend. Ich wusste, dass diese blöde Wohnung mir noch mal irgendwann Glück bringen würde. Heute Abend, 20 Uhr, treten Lenz, Enderlein in Salzburg auf. Das ist die Chance, auf die ich schon immer gewartet habe. Jule, komm schon, wo bist du denn? Was ist denn los? Der Schlüssel! Seltsam, dass eine alte Dame, die nie da ist, so einen Krach macht, oder? Verrückt. Vielleicht hat sie ja viele Verwandte. Kinder, Enkelkinder. Ja, das wird sein. Aha, da ist er ja. Der Bösewicht. Nervös. Ich bin jetzt schon nervös. Ja. Wenn ich überlege, wer in Salzburg alles im Publikum sitzt, ist der Horror. Ist der Horror, ist das.
Gib mir mal die Pinzette. Gut. Lenz. Ja, das schaffe ich nicht. Ja, frühestens 3:30. Ja, ich muss noch meinen Sohn wegbringen. Das kann ich doch machen. Moment. Das würden Sie tun? Kein Problem. Hat sich erledigt. Es klappt. Ja, danke. Das Wartezimmer ist randvoll. Ich weiß, Astrid. Bitte schicken Sie die Leute für heute nach Hause. Die dringenden Fälle zu Dr. Palaske oder in die Notaufnahme. Bitte. Sie sind schon richtig gehört. Mathilda, wollen Sie mal probieren? Das wird schon hinhauen. Danke. 4 Dank, Doktor. Sie haben gefallen bei mir gut. Fahren Sie nach Salzburg, zeigen Sie es der Welt. Mach ich. Steht Ihnen übrigens ausgezeichnet, der Anzug. Was jetzt? Was ist jetzt? Was ist jetzt? Gregor, hier ist Arnie. Lass es mich mal so sagen. Ich habe die Schnauze gehörig voll und ich komme nicht in die Oper. Soll das heißen, du kannst nicht kommen? Nein, mir ist was dazwischen gekommen. Ich glaube, du weißt auch was. Arnie! So, jetzt aber schnell. Wir müssen ja auch noch Merli zu seinem Vater bringen. Schaffen wir das noch? Ich war in meinem früheren Leben Rallye-Fahrer. 3-mal die Paris-Dakar gewonnen. Ran. Was? Ich halte mir auch die Ohren zu, wenn es was Privates ist. Das ist mein Telefon, habe ich gar nicht bemerkt. Was ist denn? Ihre Ex-Frau? Die wird nicht gerade begeistert sein, wenn sie hört, dass Sie mit 2 Frauen ins Wochenende fahren. Soll ich Ihnen sagen, wer nicht begeistert ist? Hm? Hallo, Gregor. Bist du jetzt komplett durchgedreht? Seit einer Dreiviertelstunde gehst du nicht ans Telefon. Wo bist du überhaupt? Kannst du mir mal sagen, Arnie, wie ich das der Krüger erklären soll? Hä? Was ist das für eine beschissene Nummer? Dringender medizinischer Notfall. Arnie! Hallo? Arnie! Was sag ich dir denn jetzt? Wer war das denn? Mein zukünftiger Geschäftspartner. Hallo, Frau Krüger! Ja. Fast los. Das geht nicht, das können wir nicht machen. Wir können die nicht nach dem Konzert alleine nach Hause schicken. Du gehst zum Empfang, ich gehe mit dem Doktor an der Salzach spazieren. Zur Würstchenbude. Das war sehr romantisch. Außerdem, ich finde ihn gar nicht so übel. Das ist nicht so ein neurotischer Egomane wie Merlins Vater, weißt du? Das ist nicht so ein Schnorrer. Der steht mit beiden Beinen auf dem Boden, der kann mir zuhören, das gefällt mir. Träum schon weiter. Oh mein Gott. Das haben Sie ja echt erschreckt. Der Kaffee. Ich kann das nicht. Ich bin jetzt schon total nervös. Ich bin ein totales Nervenbündel. Ich kann das nicht. Boah. Die Schmidt-Copter ist sogar da.
schon so kritisch. Jule? Hm? Es tut mir leid. Ich kann da nicht rausgehen. Ich gehe da nicht raus. Mathilde, Sie schaffen das. Nein. Das ist wie beim Vorspielen für die Meisterklasse am Mozarteum. Da habe ich auch schon versagt. Ich habe Sie erst einmal in der Kirche spielen hören. Aber es war wunderschön. Natürlich schaffen Sie das. Sie müssen sich nur ablenken. Wie denn? Eigentlich zu Papa. Weiß der von der Party? Kannst ihn ja fragen. Ich hätte gern ein Bier. Das macht 19,50. Prost. Stimmt so. Kommt denn dein Chefarzt auch noch? Warum? Der zählt 200 pro Flasche. Hunger. Wenn ich jetzt nichts esse, dann kriege ich Unterzucker und dann kann ich für nichts mehr garantieren. Das klingt aber gefährlich. Ja. Was darf es denn sein? Ich könnte jetzt sowas Richtiges vertragen. Verstehe. Salzburger Bosner Rotweiß, dafür sterbe ich. Warum nicht? Entschuldigung. Ihr Geschäftsfreund? Meine Tochter. Pia, hallo? Was? Ganz langsam, was ist das für ein Lärm im Hintergrund? Ganz langsam, Pia, ganz langsam. Was hat sie denn getrunken? Bier, Tequila, irgendwas! Ja! Ja, okay! Nein, Papa, bitte! Ja. Was denn ja? Pia, du rufst jetzt sofort den ärztlichen Notdienst. Ja? Ruhig, Pia, ganz ruhig. Ja. Ja, ich bin unterwegs. Ich komme so schnell wie möglich. Was ist mit Pia? Nichts. Ist was mit deiner Frau? Ex-Frau. Ja, es geht dir so schlecht. Es tut mir leid. Schade. Immer wenn es am schönsten ist. Thank you.
Lilly? Arnie. Wo ist Pia? Wo ist Ines? Oben. Siehst ja selber, es ist uns ein bisschen entglitten, das Ganze hier. Arnie ist vorbei. Aber das kriegen wir wieder hin, wirst sehen. Darüber reden wir später. So, rauskommen. Alle raus jetzt. Was? Es tut mir so leid, Arnie. Ach. Keine Alkoholvergiftung. Sieht eher so aus, als hätte Ihre Frau an einer Zigarette gezogen, in der nicht nur Tabak war. Haben Sie ihr außer der Infusion noch was anderes verabreicht? Nur Glukose, mehr nicht. Bisschen wild hier das Ganze, finden Sie nicht? Finden Sie raus? Ja. Dann ist ihr Chefarzt plötzlich aufgetaucht, war total verzweifelt, wollte unbedingt, dass Mama zu ihm zurückkommt. Und dann hat er auch noch damit gedroht, sich in seinen Porsche zu setzen und gegen den nächsten Baum zu rasen. Er hat einen Porsche? Hm? Das ist ein alten Grün aus den 70ern. Schickes Teil. Das Ganze hat sie total mitgenommen. Und ich war so fies zu ihr. Wenn ich daran denke, schäme ich mich total, Papa. Weißer oder brauner Candies oder normaler Zucker? Das ist süß. Sonst noch was? Die letzten sind gerade gegangen. Und morgen früh, Arnie, da wirst du denken, dass es nie eine Party gegeben hat. Versprochen. Und wusstest du, dass sie jetzt eine Therapie macht? Ja. Ich wusste wirklich nicht, dass sie so schwer zu kämpfen hat. Aber weißt du was? Lenny hatte eine super Idee. Er meinte, wir sollten alle zusammen nach Teneriffa fliegen, zu seinen Eltern. Es ist so eine Art Familienzusammenführung, verstehst du? Ich weiß nicht, ob ich mit Ines Urlaub machen möchte. Was? Wieso? Du hast doch immer gepredigt von wegen Sonntagsausflüge und sei nett zu deiner Mutter und so weiter. Ich habe jemanden kennengelernt. Was? Du hast jemanden kennengelernt? Ausgerechnet jetzt, wo Mama dich so dringend braucht. 3 Jahre lang spielst du den Sofasurfer, hängst vor der Glotze und kriegst deinen Arsch nicht hoch. Und ausgerechnet jetzt lernst du jemanden kennen? Das ist nicht fair. Mathilda? Welches kranke Hirn denkt sich sowas aus? Ich kümmere mich drum. Verlassen. In der Wohnung sieht es aus wie auf dem Schlachtfeld. Arnie, was soll das? Hast du die Wohnung gesehen? Hast du die Scheißwohnung gesehen? Das ist kriminell, Gregor. Das ist Körperverletzung. Entschuldige, da ist vielleicht ein bisschen was aus dem Ruder gelaufen. Aus dem Ruder gelaufen? Aber für solche Jobs ist die Auswahl an feinfühligem Personal etwas begrenzt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, wen ich vor mir habe. Ich habe Kopf und Kragen riskiert, um deinen Fehler auszubügeln. Was denn für Fehler? Zuerst haut dich der Zabel übers Ohr und dann lässt du dich von seiner Enkelin um den Finger wickeln. Und lass mich nicht von der Enkelin umwickeln. Lass mich doch nicht um den Finger wickeln. Nein. Aha. Und wie nennst du das? Und ich, Idiot, habe keinen Vertrag mit dir. Ist ja der Arnie. Ist ja mein Freund. Wir sind ja Freunde. Da braucht man keine Verträge. Gregor, ich kann nicht mehr.
Ich habe dir vertraut. Gregor, ich kann nicht mehr. Ich mach nicht mehr mit. Gut, dann lass mal den Scheiß bleiben. Dann packe ich meine Sachen in einen Container und schaue, dass ich irgendwo anders unterkomme. Oder? Die Krüger hätte uns das Geld gegeben. Ich war mit ihr in der Oper. Das war nicht einfach. Ich war da, allein. Ich muss nachdenken. Gute Nacht, Patient. Ach, Ani, wo wäre ich nur ohne dich? Denkst du an deine Frau? Nein, wirklich nicht. Du müsstest mich jetzt eigentlich verbessern. Das heißt nämlich nicht Frau, sondern Ex-Frau. Das ist für mich kein Thema, Mathilda, wirklich nicht. Was ist denn dann das Thema? Du bist das Thema. Umso besser. Hey! Entschuldigung, es tut mir wirklich leid. Ich habe das Gerät heute erst gekauft und wollte schauen, ob es funktioniert. Es tut mir leid. Kein Problem. Oh. Klopft immer noch. Mathilda, ich muss es dir jetzt endlich sagen. Ich bin dein Vermieter gewesen. Die Wohnung deines Großvaters gehört mir. Mein Partner und ich wollten die Praxis und diese Wohnung zusammenlegen. Alles war mit deinem Großvater abgesprochen. Und dann wollte er plötzlich nicht mehr und wir... Und dann ist er ja gestorben. Für einen Moment dachten wir, alles ist gut. Dann kamst du und du warst, wie soll ich sagen, im Weg. Ich habe es nicht geschafft, dir die Wahrheit zu sagen. Ich habe den richtigen Zeitpunkt verpasst. Warte mal. Du willst mir erzählen, hinter diesen ganzen miesen Aktionen steckst du, ja? Du und dein Partner? Die kaputte Klingel, der Lärm, der Laubbläser, der Wasserschaden, der Hase, das war's alles du? Und dann traust du dich noch hier hin? Kaufst einen neuen Hasen und denkst, alles ist in Ordnung, neuer Hase, neue Wohnung, alles gut? Mathilda, was sollte ich denn tun? Ich war verliebt, ich bin verliebt. Ich war noch nie so... schnell auf die Beine helfen. Ich habe mich übrigens wegen Flügen nach Teneriffa erkundigt. Also Lennys Eltern würden uns sogar vom Flughafen abholen. Das heißt, wir bräuchten nicht einmal einen Mietwagen. Wobei, ich bin lieber unabhängig. Ich kenne ja die Leute nicht. Ich kenne auch das Land nicht. Ich würde die Scheidung lieber nicht rückgängig machen. Was hast du gesagt? Ich glaube, ich möchte die Scheidung lieber nicht rückgängig machen. Aber du bist der Mann meines Lebens, Ani. Das tut mir leid, Ines. Thank you.
Schön, dass Sie alle kommen konnten. Ja, vor 5 Wochen noch schien es einfacher, den Mount Everest zu versetzen, als diese Praxis hier zu eröffnen. Heute ist uns dieses Wunder gelungen. Danke, Frau Krüger. Die Praxisgemeinschaft Fischer und Sturm baut auf 2 Generationen Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde auf. Und da stand ich nun mit meiner super tollen Praxis. Ich war am Ziel, aber ich war immer noch derselbe alte Arnie. Solid, aber feig. Unangefochten. Die Perle dieser Praxis. Kennen Sie bereits? Unterstützt wird sie von 3 entzückenden jungen Damen. Eine steht schon hier. Eva, Monika, Lena. Warum hatte ich Mathilda nicht von Anfang an gesagt, was los ist? Das wäre doch eigentlich nicht so schlimm gewesen. Großartig, ein eigener Parkplatz. Aber meine große Liebe hatte ich verloren. Ich war ein Idiot. Sabine. Anni, das ist übrigens Frau Dr. Ullmann, eine alte Weggefährtin von mir. Freut mich sehr. Dr. Ullmann arbeitet an der Uniklinik, bei Professor Degert. Möchtest du ihr unser kleines Schmuckstück hier nicht mal zeigen? Ja, gern. Beeindruckend. Ja. Nicht? Ich staune selbst. Wenn ich so zurückdenke an meine Anfänge an der Uniklinik. Wissen Sie, eigentlich wollte ich die Praxis meines Vaters gar nicht übernehmen. Eigentlich wollte ich das machen, was Sie machen in der Klinik. Arbeiten da, wo es weh tut, da, wo man sich jeden Tag beweisen muss, wo man jeden Tag zeigen muss, was man für ein Doktor ist. Wir können gerne tauschen. Ich wollte Sie nicht auf den Arm nehmen. Ich meine das ernst. Würde ich auch, wenn ich so eine Praxis im Rücken hätte. Wo geht's lang? Ja, weiß ich auch nicht so genau. Ich gehe vor. Haben Sie das vorhin ernst gemeint? Was denn? Mit dem Tauschen? Ich meine, Sie würden Ihre Oberarztstelle an der Klinik eintauschen gegen so eine Praxis? Sofort? Irgendwann muss man aufhören, sich etwas vorzumachen und den Mut aufbringen, der zu sein, der man ist. Klar, viele halten mich für bescheuert. Wer wechselt schon freiwillig von einem Sportwagen zu einem Nutzfahrzeug? 60-Stunden-Schichten, Kantinen essen, Sodbrennen. Egal, ich helfe Menschen aus aller Herren Länder. Und auch solchen, die ich schon mal gesehen habe. Merlin? Hallo. Was machst du denn hier? Bist du allein? Wo ist sie? In der Cafeteria. Sie will dich aber nicht sehen. Komm mal mit. Sie will, dass du mich noch mal untersuchst mit den ganzen Maschinen hier. Sie traut dem anderen Arzt nicht. So. Und du? Hast du keine Angst? Ich, wenn du das machst. Ich könnte ihn gleich hier behalten. Für ein paar Tests sollte er nüchtern sein. Willst du gleich hier bleiben? Okay. Danke. Die große OP, die man Merlin angedroht hatte, war zum Glück überflüssig. Es genügte ein mikroinvasiver Eingriff. Am nächsten Tag war er schon wieder auf den Beinen. Für mich. Ein Otoskop? Mathilda, für dich habe ich auch noch. Aufmachen. Bitte, Mama. Ich habe nämlich deine Querflöte reparieren lassen. Was nicht einfach war. Ich habe 2 Instrumentenbauer fast in den Wahnsinn getrieben. Aber die Krümmung, haben sie leider nicht rausbekommen. Der dritte aber.
ein Meister seines Faches, hatte eine umwerfende Idee. Ich hatte mir für diesen Moment so viel vorgenommen. Ich hätte den Jakobsweg auf einem Bein gemacht. Eine sogenannte Knick-Querflöte. Ich hätte barfuß den Mount Everest bezwungen. Meines Wissens die einzige ihrer Art. Ich hätte den Atlantik ohne Schwimmflügel überquert. Dankeschön. Ich wäre vor ihr auf die Knie gesunken und hätte ihr gesagt, wie sehr ich sie liebe, wenn... Komm, Mel. Ja, wenn Mathilda nur ein einziges Mal gelächelt hätte. Thank you.